MDR Sachsen-Anhalt, das Radio wie wir und der SC Magdeburg nach den Heimspielen des SC Magdeburg mit dem Fan-Talk, ganz exklusiver Dings. Wir haben mit 4 Toren heute gewonnen, 30-26. Es war nach Aussage meiner ganzen Stammtischtrainer und Handballfachleute, die hier mir gegenüberstehen, ein durchwachsenes Spiel. Marco Besiak ist heute unser Gast. Marco, es hat ganz schön lang gedauert. Was ist denn gewesen? Musstest du nochmal auf die Toilette, Dopingprobe oder sonst irgendwas? Nee, wir haben auf Robert gewartet. Das kann dann Benno alle sagen, was hat er. Ach so, ihr macht immer, es muss jeder da sein. Robert war wahrscheinlich im Interview mit Sport 1. So war er. Lieber Annette Sattler, vielen Dank, dass wir hier so lange warten mussten auf Marco Besiak. Aber was kann es für einen schöneren Grund geben als Annette Sattler, dass wir hier so lange warten mussten? Jeder Spieler hat nach dem Spiel selber so ein eigenes Gefühl für die eigene Leistung und auch für die Leistung der Mannschaft. Wie ist das bei dir heute? Ja. Erstmal eigene Leistung? Eigene, ja. Ich denke, dass ja, ich habe heute gut unsere meine Zuspieler mit Bälle, Jelko, vielen so ein paar Assistenz und ja, war okay. Und so Mannschaft, ich denke, das hat heute eine gute Leistung gemacht. Ja, am Ende war kurz vor dem Ende war auch unentschieden, aber wir haben dann gut reagiert und am Ende auch mit 4 Tore gewonnen. Wenn man, ohne dass ich jetzt nochmal auf diese gruseligen 16 Minuten, von denen ihr selbst genug gehört habt, eingehen möchte in Gummersbach, wenn man sowas im Kopf hat und dann merkt, oh Gott, jetzt sind es hier 3 oder 4 Minuten noch, jetzt ist es schon wieder, kommen die schon wieder ran, dann gibt es noch ein paar seltsame Pfiffe, die sich zumindest komisch anfühlen. Was hat man dann so im Kopf? Oder ist das komplett weg? Ja, ich habe heute, muss sagen, dann, wann war unentschieden am Ende, gar nichts im Kopf. Das kann heute etwas das, so passiert wie in Gummersbach. Aber ich denke, dass wir haben gut reagiert, cool bleiben und wir haben ja, gute Lösung am Ende. Ihr habt gewonnen mit 4, ihr habt sehr gut reagiert, angemessen, genauso wie es sein muss. Wir haben uns beide unterhalten nach der letzten Saison und da hast du dann auch mal gesagt, Mensch, mit dem Michi Damgaard, da haben wir so einen geilen Handballspieler da und Icke und wir müssen beide mal so zusammenfinden und so. Das scheint gut funktioniert zu haben. Habt ihr zusammen einen Rasen gemäht oder irgendwie mal einen Kuchen gebacken zusammen? Oder was? Wie habt ihr das gemacht? Ich denke, das ja, kommt jetzt, wie war, ja. Am Ende letzte Saison schon. Jetzt wir haben nicht zusammen Vorbereitung gemacht. Deshalb kommt so ein Spiel vielleicht wie gegen Rhein-Neckar-Löwen oder Gummersbach. Das klappt nicht noch so. Aber ja, heute und gegen Lemgo war alles gut. Mika war heute in guter Wurfform und wir brauchen ihn in so einer Form. Und ich denke, das funktioniert. Wann merkt man denn, dass Mika in guter Wurfform ist? Wenn der die ersten 2 zum Beispiel verwirft, gehst du dann hin und sagst ihm irgendwas? Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Nein, er ist... Was wie, ey, triff mal. Er ist hier, dass er macht Tore. Er ist Tormaschine hier und wir brauchen ihn. Und wenn er verliert 2-mal, 3-mal, er muss noch immer schießen, weil wenn er macht kein Tor aus 9 Meter, dann ist es ein bisschen schwerer für die Mannschaft, weil andere, wir sind mehr so 1 gegen 1, nicht so guter Shooter, aber ja. So ist es. Wenn es nötig ist, weil wir in Unterzahl spielen, also weil der SCM in Unterzahl, ich sage immer wir, aber wir denken auch wir, ja, weil wir haben ja alle Grundrüstung. Also, wenn wir in Unterzahl sind, das ist unglaublich zu sehen, wie du versuchst, die Ballsicherheit immer durchzuziehen. Du hast den Ball dann auch in einer Hand und wurstelst den wie so eine Schlange immer zwischen diese muskulösen Kraftbrocken da durch. Übt man das? Hast du da ein Talent für? Ist das nicht eigentlich total verrückt? Kann nicht einer auch mal nehmen, den Ball einfach aus der Hand oder so? Nee, ich weiß nicht, das, ja. Deine Aufgabe und du machst es einfach. Das ist Aufgabe, ja, dass wenn wir sind in Unterzahl, dass wir bekommen ein bisschen mehr Zeit. Ja. Aber tut das nicht auch manchmal weh, wenn dann vielleicht einer so... Manchmal tut es weh, aber ja, das muss sein. Das passt hier im Handball. Wir sind ja schließlich nicht beim Fußball. Lass uns mal über die Personalie Kohlbacher sprechen. Wie schätzt du den an? Das ist ja unglaublich...
Der ist ja nicht festzuhalten, oder? Bist du heute auch mal gegen ihn gerannt und hat das wehgetan? Nee, ich denke, ich habe heute nicht gegen ihn gar nichts gehabt. Aber man sieht, das ist sehr richtig stark. Und was kann man da machen als Gegenspieler? Ich meine, Finn ist ja nur auch nicht gerade klein. Ja, ist schwer, schwer. Wir haben gehabt Probleme mit ihm, aber wir haben auch gut gelöst manchmal, aber ist schwer. Für Jelko und Finn sind größer und er ist tief und sehr stark. Guck mal in die Gesichter. Wisst ihr, wie die sich freuen, dass du unterschrieben hast und so lange verlängert hast nochmal bei uns? Vielen Dank dafür. Weil das Bier hier in Magdeburg einfach am besten schmeckt, oder was war noch so die? Ja, Bier ist das Beste. Das war das Wichtigste. Ich muss sagen, das war nicht so eine schwere Entscheidung, weil meine Familie und ich. Ihr fühlt euch hier wohl? Fühlt hier sehr wohl und. Ist auch dann 2 Jahre noch länger hier geblieben, ist gut für uns und für so ein gutes Publikum und Fans hier spielen ist auch super und mit dieser Mannschaft, ich denke, dass wir können etwas machen und ich glaube in diese Mannschaft und diesen Verein. Ich habe ja mit dem Musa und mit dem Seleni mal kurz zusammengestanden, kurz vor der Saison, und beide waren so, ja, Stefan, war schon gut mit dem Pokal. Dieses Jahr, wir holen einen noch größeren Pokal. Weißt du da was von? Frag mal nach, ich will dich nicht. Das war auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Ich wünsche euch... Willst du sie grüßen? M2. Nein, das war bei einem offiziellen Empfang. Beide waren bei klarem Verstand. Wenn ich euch in anderen Situationen treffen würde, was denn nicht passiert, würde ich nie was hier erzählen. Ich habe dich noch nie im M2 gesehen. An dieser Stelle würde ich dann sagen, wir sind unfassbar dankbar, dass dieser Mann bei uns ist, dass er so lange auch verlängert hat. Trotzdem, wenn Sie ihn und seine Familie in der Stadt sehen, dann drücken Sie ihn nicht gleich automatisch oder kitzeln ihn aus, sondern sagen einfach, danke, alte Hundelunge. Alles ist gut. Vielen Dank für diesen schönen Fan-Talk. Marco Besiak. Kommt zu den Heimspielen des SC Magdeburg ab zur Pressekonferenz.